Wir spielen heute Dress to Impress in Roblox. Ich habe es zwar noch nie wirklich gespielt, aber ich habe viel Fashion Famous gespielt früher. Und ich würde sagen, das ist ja quasi ein sehr, sehr ähnliches Konzept. Hier sind die anderen Leute. Oh mein Gott, sie ist ein Modemeister. Ist klar, die scheint sich gut auszukennen. Ich habe 325 Sekunden, um mein Outfit zu vervollständigen. Und das Thema ist Jeans und Denim. Alles klar, Jeans und Denim ist, glaube ich, breezy easy. Das heißt, erste Heldentat des Tages. Und wir müssen uns hier auf jeden Fall erstmal ein süßes kleines Oberteil aussuchen. Ich finde das eigentlich ganz cute. Wir machen das mal in so ein hell Jeansblau. Das sieht aus, als könnte es Jeansstoff sein, meiner Meinung nach. Dann ziehen wir uns noch eine Hose an. Und zwar hätte ich gerne so eine große Baggy Jeans. Ich glaube, die sieht auch ganz cute aus. Ich versuche, die in einem ähnlichen Ton zu machen. Mache ich erstmal meine Hautfarbe normal. Und zwar geht es hier und wir suchen uns erstmal ein Gesicht aus. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Vielleicht, da bin ich eigentlich ganz happy mit. Ich hätte aber so gerne, ja, ich habe ja Augenlippen, bla bla bla, habe ich alles, ist okay. Das Gesicht ist fein. Ich würde gerne halt meine Körperfarbe ändern. Wo geht es denn? Geht es hier? Nein. Irgendwo kann man seine Körperfarbe ändern. Ich will ja nicht grau bleiben. Warte, hier vielleicht. Das sieht doch aus, als ob man da seinen Körper ändern sollte. Die sieht schon normal aus. Ich habe noch gar keine Haare. Lana, bitte hilf mir. Du kannst nur meine Nägel machen. Ich mache meine Nägel knallrot. Ich glaube, das kommt ganz gut. So, zack und bang. Aber hilft mir noch nicht wirklich weiter mit meinem Problem. Haare. Hier sind Haare. Haare sind ja auch schon mal wichtig. Ich mache uns blond. Ich habe das Gefühl, blond passt ganz gut zu dem Jeansfarbigen. So, ich glaube, das ist erstmal okay. Ich muss erstmal hier eine Basis schaffen. Bevor wir wirklich feintunen, brauche ich erstmal eine Basis, damit ich hier nicht disqualifiziert werde. Ich muss erstmal klarkommen. Ich muss erstmal klarkommen mit dem Basisspiel und dann kann ich auch meine andere Sache. Skin Tone, da bist du, mein guter Freund. Ich bin weiß. Ja, danke schön. Das ist, was ich wollte. Wieso habe ich keine Nase? Okay, so, Party People. Schon mal guter Start. Ich sehe aus, als wäre das oben... Oh, das ist ein Cutout. Oh, das ist eigentlich ganz stylisch. Das passt doch gut mit dem Silber zu dem silbernen Knopf. Die roten Nägel sind noch etwas fehlgeleitet. Aber das ist jetzt halt, wie es ist. Ich finde, das Blond sieht eigentlich ganz süß aus mit den Jeans. Deswegen würde ich schon ganz gerne blonde Haare behalten. Aber ich würde mir vielleicht noch irgendwie Accessoires anziehen wollen. Alles klar, Sonnenbrille muss wieder weg. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Die war ein Griff ins Klo. Ich habe noch keine Schuhe an. Oh mein Gott. Noch eine Minute. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein paar Schuhe. Nein, die sind im VIP-Bereich. Die kann ich mir noch nicht leisten. So, oh, das ist eine Jeans-Tasche. Die sieht aus, als könnte sie aus Jeansstoff sein. Denim-Tasche. Nein, ich will doch nicht. Leute. Hier sind Leute teilweise halt noch gar nicht angezogen. Da sind Schuhe. Da sind Schuhe. Das sind zwar Männerschuhe, aber auf jeden Fall schon mal besser als gar keine Schuhe. Ich finde, das Hellrosa passt auch eigentlich ganz gut. Ich lasse die einfach mal kurz in der Farbe. Oh mein Gott, die anderen sehen so viel besser aus teilweise. Ich meine, guck mal, die hier ist richtig süß. Naja, wie dem auch sei. Oh, warte, hier sind bessere Schuhe. Hier sind richtige Schuhe. Oh mein Gott, ich dachte schon, ich finde keine Schuhe mehr. Oh, Himmel sei Dank. Okay, die sind gut, die sind gut, die sind gut. Bla, 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 bla. Hier, die können weg. Sehr viel cooler, sehr viel hübscher. Gefällt mir um einiges besser. Ich sehe schon tausendmal stylischer aus. Jetzt hätte ich halt gerne noch irgendwie Accessoires. Das Oberteil haben wir schon. Was sind das? Das sind Socken. Brauche ich nicht. Ich habe ja Schuhe. Eine Handtasche brauche ich immer noch. Hier, das ist eine Handtasche. Stopp. Nein, Zeit abgelaufen. Oh mein Gott. Ist okay. Ist okay, wir haben eine Handtasche, wir haben Haare, wir haben Schuhe. Die sieht... Honestly, die gefällt mir nicht so gut. Sie hat halt Jeans an, aber das Oberteil finde ich nicht so gut. Und die Haare gefallen mir auch nicht so. Ich gebe ihr mal... Okay, scheinbar gebe ich ihr einen Stern. Okay, als nächstes Anna Piuma. Okay. Damn, das sieht aus wie Jeans. Das sieht richtig aus wie Jeans. Honestly, ich gebe 5 Sterne. Ich finde es gut. Sie hat alles. Sie hat eine Handtasche. An der Handtasche so eine Jeans-Detailschleife. Dann Kette, Ohrringe, Brille, Jeans-Outfit. Sehr gut. Tipptopp, wahrscheinlich gewinnt die. Was ist das? Rototis-Outfit. Okay, Antos-Outfit. Hier haben wir das gleiche, weiß und Jeansfarben. Aber ich finde, mit den schwarzen Haaren kommt es ein bisschen besser zur Geltung. Schwarze Nägel. Wie gesagt, auch hier hätte ich mir ein Tüpfchen Farbe gewünscht. Aber ich glaube, ich habe selber keine Farbe drin. Also weiß ich gar nicht, was ich hier erzähle. Oh, das gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen zu blau für mich. Oh, das tut mir leid, aber das ist ein Stern. Vielleicht bin ich auch einfach Fan von diesen Detail-Jeans-Sachen, weil das finde ich auch richtig stark. Da gebe ich 4 Sterne. Und das ist mein Outfit ohne Mist.
Ich finde es gar nicht so schlecht. Und ich finde, die roten Nägel machen was her. Ich finde, die roten Nägel adden nochmal ein bisschen einen Farbtupfer, damit es nicht alles so blau in blau ist. Aber seien wir ehrlich, ich habe keine Chance gegen die eine mit dem Matching Two-Piece. Okay, das Top ist sehr cute. Oh, sie postet sogar. Ich gebe 4 Sterne. Ich finde es gut. Okay, ich bin so gespannt, wer auf dem Treppchen ist. Okay, okay, okay. Die Gewinner sind... Ich wusste, dass die gewinnen würde. Das hat die richtig verdient. Das sieht richtig gut aus. Die zweite sieht auch cute aus. Wir sind geworden... 9. Harter Schlag, aber ich glaube, eigentlich auch verdient. Wirklich, unser Outfit war nicht stark. Alles klar, das Thema ist Maximalist oder Minimalist. Wir können uns selber aussuchen, scheinbar. Ich resette erstmal hier meine Klamotten. Zack. Zack, die Schuhe lasse ich erstmal an und als erste Heldentat, denke ich, suchen wir uns ein paar Haare aus. Ich finde die Schuhe eigentlich ganz süß, von daher, ich glaube nicht, dass ich die so groß ändern möchte. Jacke, rosa, cute. In der Farbe etwas weniger rosa. Ich glaube, wir gehen hier relativ auf pink. Das ist kein Ding. Ich finde es eigentlich ganz gut. Dann einen kleinen Rock, dann darunter einen anderen Rock. Den muss ich jetzt aber einfärben, damit der farblich irgendwo hinhaut. Nee, der muss wieder aus. Der muss gehen. Tut mir leid. Der ist nix. Der ist nix. Der war gar nix. Vielleicht Shorts drunter, damit das alles so ein bisschen mehr cohesive ist. Dann haben wir oben weiß, unten weiß. Dann sieht es aber ein bisschen aus, als ob der Rock aus meinen anderen Sachen rauskommt. Okay, Moment. Der Rock muss wieder weg. Die Shorts sind an. Wir ziehen einen anderen Rock drüber. Und zwar den mit den Frillies. Ich finde die mit den Frillies eigentlich ganz süß. Den passe ich jetzt farblich an unser Oberteil an. So, zack. Sieht gut aus. Ich hasse den Schal. Ich mache den wieder weg. Der macht mich richtig wütend. Alright. Wir haben noch 2,5 Minuten und ich habe mich hier mit so einem Quatsch beschäftigt. Haare. Ich glaube, da brauchen wir wirklich was, was schreit. Irgendwas, was wirklich, was knallt auch. Wisst ihr was? So, das kommt auch in braun. Oh, das ist süß. Ich habe auch relativ gut die Farbe gematcht, würde ich fast sagen, zum Pony. Also offensichtlich nicht perfekt, aber um einiges besser, als ich dachte. Dann brauche ich jetzt noch ein gutes Gesicht, was dazu passt. Okay, eigentlich ist das ganz süß. Ich mag das. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch einige Accessoires. Es ist noch überhaupt nicht maximalistisch genug. Ich brauche eine Schleife. Oh, die ist hinten. In einem ähnlichen Tonfall wie die Ärmel. Die Schleife ist cute. Vielleicht noch eine Mütze, ein Hut. Yes, Hut in weiß. So eine Schleife am Hals vielleicht. Oh, okay. Okay, gefällt mir. Ich muss mich wieder vom Hut trennen. Der Hut macht mich traurig. Der Hut macht mich wirklich nicht cooler. Oh, ja. Yeah. Okay. Ebenfalls in diesem hellbeige-rosa Ton, in dem wir schon unser ganzes Outfit haben. Ja, ich würde sagen, das passt relativ gut. Ich bin kein sehr guter Farbmatcher. Ich versuche ja mein Bestes. Die Schuhe würde ich eigentlich auch ganz gerne farblich nochmal umändern. Aber ist nicht so schlimm, weil wir ziehen eh Stulpen drüber. Sieht poofy aus. Auf jeden Fall, ich sehe ohne Mist, ich sehe sehr gemütlich aus. 9 Sekunden noch. Ich habe eigentlich alles, was ich haben will. Ich bin glücklich. Ich habe eine Schleife. Ich habe einen Haufen Accessoires. Ich habe keine Handtasche. Nein, aber ich kann keine anziehen. Besser, als wenn ich die komische Grüne angezogen hätte. Das hätte das Outfit komplett zerhauen. Und man braucht ja auch nicht alles. Das ist kein Fit. Tut mir leid, aber das ist kein Fit. Da bleibe ich auf einem Stern. Rock mit Jogginghose? Nein. Tut mir leid. Okay. Das sieht schick aus. Das sieht semi-minimalistisch aus. Oh, das ist süß. Oh mein Gott, das ist cool. Oh, damn. Oh, das mag ich. Das ist voll kreativ. Ich gebe 4 Sterne. Mit den roten Nägeln. Ich wusste nicht, dass man die Nägel so lang machen kann. Mit den Schleifchen. Gut gewählte Accessoires. Schleife am Rücken. Sick. Sieht richtig gut aus. Okay, das ist meins. Ich bin so froh, dass wir die kleinen Shorts drunter haben. Einfach nur, damit der Rock nicht so unproblematisch aussieht. Okay, ich habe jetzt hier 1, 2 Posen gemacht. Ich denke, das ist gar nicht schlecht. Und was haben wir hier? Magopop. Oh mein Gott. Das ist super cute und ich würde 5 Sterne geben, wenn das Thema preppy wäre. Ist cute, ist maximalistisch, sind 4 Sterne. Und die Gewinner sind... Okay, die weiße, die sehe ich. Die rechts finde ich nicht gut. Ich bin 6. geworden. Na gut. Unser Thema ist Cottagecore. Ich habe eben halt eins gesehen in der Runde vor mir. Die war so süß, was Cottagecore anging. Okay, ich glaube halt, der Rock ist süß. Cottagecore... Ich will halt nicht immer alles rosa machen, aber es fällt mir so schwer, eine andere Farbe zu nehmen, weil ich rosa halt sehr süß finde. Es sieht halt schon wieder extrem ähnlich aus wie mein letztes Outfit, aber lasst euch nicht täuschen, Leute. Lasst euch nicht beirren. Oh, das Hütchen! Oh mein Gott, die Handschuhe! Ja! Ja, das sind meine Träume! Nein, aber die sieht man nicht! Okay, ist nicht schlimm. Okay,
keine Sorge, Party People. Traurig aus. Das sieht glücklich aus. Das sieht aus, als könnte sie fröhlich auf einer Farm leben, meiner Meinung nach. Jetzt noch ein Pupsi-Daisy. Jetzt noch ein paar Haare dazu. Und zwar sind die hier. Das ist nicht Cottagecore. Stopp. Zurück. Falsch. Seht ihr, was ich meine? Das sieht mehr Cottagecore aus, oder? Mit den kleinen Zöpfchen hinten geflochten. Komm, das ist schon süß. Weiße Nägel sind süß. Oh, nein, die anderen sind viel besser. Stopp. Oh mein Gott, wo haben die denn ihre Sachen her? Nein, die sehen so cute aus. Das da. Okay, okay, schon mal besser. Wir machen uns schon mal hier so platt rein, okay? Es müsste halt eigentlich alles grün sein. Cottagecore ist halt grün oder gelblich. Ich weiß nicht, was ich mich hier verrannt habe. Ich habe mich so von diesem preppy Outfit leiten lassen, was ich letzte Runde gesehen habe. Weil ich irgendwie dachte, das wäre cute, aber okay, die ist so süß. 4 Sterne. Das Braun, das Grün, adorable. Das ist halt 10 out of 10. Das sieht halt so gut aus. Ohne Mist. Das ist halt das Kleid mit dem Print, mit den Frills, mit den oben Schuhen. Ich bin froh, dass ich das Muster noch hinzugefügt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ich glaube, ich lerne. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon besser als das, was davor ist. Und das ist halt so ein guter Print. Das ist halt richtig gut. Mit den orangenen Haaren, das gefällt mir voll. Hä, wieso haben wir zweimal den weirden Fußballspieler mit dem komischen Hut und dem Bart? Macht gar keinen Sinn. Lol, macht null Sinn. Okay, und das ist die letzte. Ich meine, es ist ein süßes Outfit, aber es ist halt sehr basic und es hat halt nichts mit Cottagecore zu tun. Und die Gewinner sind... Ja, also die von den Farben, die erste, also die zweite, finde ich, hätte auf jeden Fall gewinnen sollen. Ich finde die zweite halt mit Abstand am besten. Ich bin 7. geworden. Wir hatten so viele mit weirden Outfits. I don't understand. Egal, ich finde, also, keine Ahnung, die hat das... Die zweite hatte das voll verdient, die war richtig gut. Naja, das war's dann aber auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn ich das nochmal machen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Sagt mir auch gerne, welches von den 3 Outfits ihr am besten fandet. 1, 2 oder 3. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!